Hallihallo und herzlich willkommen zurück, wieder im Jahr 1602, hier in unserer wunderschönen Stadt. Und diesmal habe ich wirklich geguckt, wie man die Truppen an Bord eines Schiffes bringen kann. Und zwar muss man dazu das Schiff mit gedrückter Steuerungstaste drücken, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, dass man das so herausfinden soll, egal. Ja, wir hatten jetzt, glaube ich, angefangen, so ein bisschen umzubauen. Wir hatten hier ein bisschen mehr Tabak angebaut, genau. Essen hier. Hier hauptsächlich Wolle und hier unten dann Kakao und Gewürze. Genau, da können wir diese Folge mal gucken, ob das alles so funktioniert von der Menge her. Tabak ist immer noch ein bisschen wenig. Eisen haben wir auch keins mehr. Ist hier denn noch Eisen da? Ja, da ist noch ein bisschen Eisen. Dann würde ich sagen, holen wir uns das doch mal. Und wir können hier hinten das, glaube ich, leider abreißen. So. Dann holen wir uns doch mal hier das Eisen. Da war es irgendwo. Ja. Gut, das ist ja immerhin noch ein bisschen. Gut, dann war ja, keine Ahnung, ich würde... Ja, jetzt weiß ich wieder, was ich noch machen wollte. Freibeuter lauern euch auf. Ich wollte gucken, ob die Dreckspiraten irgendwo noch einen anderen Ort haben. Ja, okay. So, dann lassen wir hoch. So, ausladen, zack. Und reparieren dieses Schiff. Ein Schiff wurde repariert. Gut, und dann fahren wir mal zu allen Inseln, die wir noch nicht kennen. Hier, die kennen wir schon. Hier, die kennen wir auch schon. Das sieht man einfach daran, dass da... Da ist der Pirate. Pirate. Mache Pirate tot, ja? Toter Pirate, ja? Ah, komm mal. Mache Pirate tot. Wo ist mein Schiffer? Schiffer, ihr sollt Pirate angreifen. Ah, never left. Hä, können wir dieses Eiland hier nicht besichtigen oder so? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Jo, wo ist denn jetzt mein kaputtes Schiff? Da ist mein kaputtes Schiff. Das müssten wir erst einmal reparieren. Mein Traum, Tabak Zucchero, okay. Dann weiter hier hin. Ich werde jetzt jede Drecksinsel hier begutachten. Den Modus und zack. Dieser Insel sind erkundet. Okay, Tabak, Weintraum, Zuckerrohr. Hier noch. Müssen noch irgendwo müssen noch Piraten sein hier. Oder etwa nicht. Kann man die Piraten am Ende doch gar nicht besiegen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Wuhu! Sehr gut. Dann hier unten ist noch ein Inselchen. Hier der rote Player, der hat ja echt gar nichts drauf. Hier, schau dir den Noob an, ne? Noob. Gut, was haben wir hier so Schickes? Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Gut, und hier unten? Also entweder die sind jetzt da oder man kann die Piraten nicht besiegen. Oder es ist ein Bug. Kann natürlich auch sein. Also anscheinend Piraten. Ihr habt eine Goldader entdeckt.
Oh mein Gott, das ist ja, Gibt's also auf ich dieser erinnere Insel? mich düster, dass Gold in Anno 1602 wirklich teilweise ein Problem ist. Da. Okay, ich war gerade noch Schiffsreparatur verwirrt. Unsere beendet. Stadt hat sich schick entwickelt hier, muss ich mal sagen. Jetzt habe ich irgendwas beendet. Sehr gut, das ging schnell. Wenn wir jetzt nicht allzu viel gefunden haben, so, dann könnten wir jetzt noch mal gucken. Also, Nahrung ist relativ voll. Tabakwaren war vorhin sehr wenig. Jetzt ist es nur noch. Ja, jetzt ist es deutlich gestiegen halt. Gewürze sieht gut aus. Kakao. Das Einzige, was ist, ist Alkohol. Das könnten wir wirklich irgendwann noch umsiedeln. Gut, dann ist die Frage, was wir uns so für die nächste Zeit. Oh no, the pest. Oh no. Schaut euch diesen wunderschönen Sensenmann da an. Das ist. Oh, geil. Das Animation, wonderful. So, dann ist die Frage, was wir uns als nächstes vornehmen. Also, wie gesagt, ich hätte ja gerne diese Insel hier. Wobei das natürlich gerade die ist, die am höchsten entwickelt ist. Oh no, es brennt, es Ein brennt. Brand vernichtet eure Feuer, Häuser. Feuer, da ist noch jemand im Haus. Da ist noch jemand im Haus. So. Der hat auch schon hier so eine fette große Werft. Das ist natürlich Kacke. Was wir da jetzt noch brauchen, wir haben das ja, können das ja irgendwie noch nicht haben hier. Warum genau, weiß ich nicht. Oh, das Haus, das ist so ein Haus, was wir nicht löschen können im Moment. Gut. Ja. Ich weiß nicht, was wir da jetzt noch groß tun sollen. Hier das Wirtshaus, da haben wir eins und hier haben wir eins. Ist hier hinten, die haben alle keins. Doch, hier, die haben eins. Aber hier ein großer Teil hat keins. Und eine Schule. Haben die hier. Denen fehlt nichts, okay. Sehr gut, die könnten sich auf jeden Fall noch entwickeln, wenn wir denn dann genug Steine und Werkzeug und noch Schlag mich tot haben. Gut, die haben wir stillgelegt. Ihr könnt mal wieder ein paar Kanonen herstellen. Auch wenn wir gerade echt nicht mehr so viel Eisen haben. Aber die sind doch ein wenig gesunken. 21 Tonnen hier. Schwerter sind ganz gut. Haben wir auch schon stillgelegt. Ja, ich hätte gerne die große Werft. Und muss ich dafür tun? Galgen könnte ich aufstellen. Bringt der Galgen irgendwas? Der nur Deko. Ich glaube, der ist nur Deko. Was ist mit dem los? Warum guckt er so traurig? Ja, dem Bürger geht's besser. Siedler. Okay.
Jo. Okay. Ich verstehe das Spiel nicht. Sorry, Leute, aber... Ich verstehe den Sinn nicht. Wollen die jetzt Rache üben oder... Genau, greift meine Kriegsschiffe an, ihr Piraten. Oh, oh. Oh, Triple. Oh, 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 jetzt kommt meine restliche Flotte hier. Und, werden die mit angreifen? Automatisch. Ja, oh mein Gott. 4-1. Oh, und jetzt 5-1. Oh, Sieg. Sieg. Oh, also der Blaue, der ist ja schon aggressive. Der ist ja schon aggressive, eindeutig. Also der Weiß hat auch keine so große Insel. Der baut relativ viel an hier. Der braucht doch niemals so viel für seine Mini-Insel hier, für seine paar Leute. Na gut, so, dann können wir das ja auch mal abreißen. Huch, jetzt habe ich da den Weg. Mann, oh Mann. So, hier das Schiff. Gucken wir mal, wie geht's der Route. Ja, das... So. Nein. So war das nicht gemeint. So. Wir haben noch Mehl und sowas halt. Aber ansonsten nicht. Okay. 96%, 97%, 90%. 36% nur. Ja, naja, gut, weil wir hier nur eine Zuckerrohrplantage noch haben. Also wir bräuchten eigentlich noch eine mehr. Wofür wir allerdings hier drauf definitiv keinen Platz haben. Auch hier wird, also wenn wir jetzt hier noch mehr bauen müssen, dann wird der Platz hier auch echt knapp. Gut. Das gesamte Eisenzeugs hat sich auch erledigt mittlerweile. Haben noch ein bisschen Eisen hier. Ansonsten ist es auch gleich alle. Das heißt, wir müssten uns mal so mittelfristig hier um neues Eisen bemühen. So, dann benötigen wir dazu... So. Dann benötigen wir dazu... Nein, hier oben war das. Eine tiefe Erzmine. 30 Holz! Okay... That's a lot. Gut, dann... Das kann man mal reparieren. Das hier mal nicht. Das schnappt sich jetzt ein bisschen Holz. Und fährt dann danach ganz unten. Wir haben nicht reparieren gedrückt schon. Gut. Beendet. Dann mit dem wieder hier vorfahren. So, ja, was können wir noch machen mit unserer wunderschönen Stadt hier? Wir haben 500 Kaufleute. Und 475 Bürger. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. What a ship, what... Oh, ein großes Schiff hier. Okay, aber ein Handelsschiff, so wie es aussieht. Ah, der hat auch ein paar Kriegsschiffe. Also den könnten wir im Moment zum Beispiel nicht angreifen. Na, bringen uns denn andere Inseln noch irgendeinen Vorteil? Eigentlich nicht. Also entweder wir bereiten uns auf die große Schlacht dann vor, gegen Blau gleich.
Oder wir lassen es bleiben, so nach dem Motto. Da vorne hat er sein Kontor. Die wollte ich doch gar nicht. Die Insel hier wollte ich haben. Das halt nun mal seine Hauptinsel ist. Ach Mensch, das ist so schwierig. Warum muss der Beste immer die coolste Insel haben? Das ist doch, ach Mensch. Gut, aber ich werde mich mittelfristig dann darauf vorbereiten. Oh, der rüstet auf hier. Doch, das ist ein großes Kriegsschiff. Ach du Backe, nein, den sollte ich jetzt echt nicht angreifen. Ich sollte irgendwie mal gucken, dass ich die drecksgroße... Ach, auf einmal darf ich sie bauen, okay, cool. But the question is wo? Es muss ja in der Nähe von... Hier vorne ist zum Beispiel schön. Wir produzieren gar kein Werkzeug mehr, ne? Also da kann ich jetzt lange warten. Es wird nicht mehr. Gut, dann muss ich mich stattdessen mal hier um sowas kümmern. Nein, das wollte ich nicht. So, tiefe Erzmine. Zack. Dann eine Erzschmelze. Kann ich auch hier hinten hinbauen. Und ein... Ach du Scheiße. Jetzt habe ich da nicht mal mehr Werkzeug. Ach du Dreck hier. Brauche ich zwei Werkzeuge. Die kann ich mir doch bestimmt mal von hier mopsen. So, Menno, da muss man echt rechtzeitig drauf achten. Die Gitana. So, nehmen wir mal 10 Tonnen hier runter. Ich baue hier auch kein Werkzeug an, sondern ich lasse das erstmal so, da ich nur das Eisen hochkarre, weil wir da halt alles schon haben. So. Na, richtig ran. Gut. Also ich weiß es nicht, aber ich könnte ja prinzipiell mal probieren, ob meine ja bevorzugte Kriegstaktik prinzipiell auch in diesem Anno-Teil funktioniert. Mal ein bisschen mehr Wald bauen. Wenn wir schon Regenwald hier abholzen, dann müssen wir auch neuen bauen. Das ist ganz logisch. Gut. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier nochmal den restlichen Werkzeug einfach mal mitnehmen, weil because we need it. Und schon mal hier die ersten 10 Tonnen Eisen. Setzen wir das wieder auf ZZZ und das bleibt erstmal, weil da möchte ich gleich weiterarbeiten. Denn ich möchte gerne die große Werft haben, um große Kriegsschiffe bauen zu können. Der Alkohol geht zur Neige. Ah, jetzt bekommen wir wirklich noch ein Problem hier mit dem Alkohol. Baumwolle, Kacke, hier können wir gar nichts anbauen, so. Das ist auch viel zu klein, um etwas anbauen zu können. Der Alkohol geht zur Neige. Ja, die Insel wäre es gewesen hier.
Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Die Bärmonster natürlich auch wieder zurückholt. Wir werden mal wohl hier bauen müssen. So. Gut. Dann, wie sieht es jetzt aus vom Platz? Irgendwie muss er ja dann noch ein Markthaus hin. Das könnte man dahin prasseln, allerdings. Ihr habt euren Einwohnern haben wir nicht die genug Holz. Entzogen. Ja, ist okay. Dafür holen wir uns ein bisschen Holz. Das ist unsere gar geringste Sorge. Und 5 Tonnen Werkzeuge, immerhin. So. Dann ausladen. Na komm, alles aus. Es war im Jahre 1602, als wir die uns vertrauten Gefilde verließen, um in der Ferne unser Glück zu suchen. Wohlwissend um das schier unberechenbare Risiko, welches solch gewagter Aufbruch in sich barg.